Moin zusammen, Fennec hier. Wie wir ja wissen, können wir in Tears of the Kingdom auf normale Waffen Modifikationen bekommen, wie zum Beispiel hier mächtiges Sonaniumschwert mit Angriffskraft plus 10. Das Ganze geht über den Felsoktorok, den geben wir das zu essen, der repariert das dann und gibt auch Modifikationen mit. Das Ganze können wir aber nicht auf legendäre Waffen bekommen, die spuckt er einfach wieder aus, repariert die nicht und gibt auch keine Modifikationen mit. Es gibt jetzt aber eine Möglichkeit, wie wir die plus 10 vom mächtigen Sonaniumschwert auf den Schatzsäbel raufpacken können. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Das geht auch mit Bögen. Wie das mit Bögen funktioniert, ist an sich identisch, aber ich zeige es euch am Ende des Videos trotzdem nochmal, dass man das mal gesehen hat. Nicht, dass nachher noch die Frage aufkommt, wie funktioniert das mit Bögen. Darum zeige ich das nochmal. Wir brauchen einmal ein Schwert, auf der wir eine Modifikation haben. Da darf auch gerne noch was drauf positioniert sein. Und ein Schwert, auf der wir gerne die Modifikation hätten. Da darf aber nichts drauf positioniert sein. Dann brauchen wir noch zwei Schilde, wo nichts drauf synthetisiert ist oder drauf positioniert. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir packen das Schwert auf den Boden, auf der die Modifikation drauf ist. Das liegt da jetzt. Und irgendwo anders hin das Schwert, auf der wir die Modifikation drauf haben wollen. Packen wir da auch auf den Boden. Gehen wir ein Stück weit von weg. Und gehen in die Synthese rein. Jetzt bewegen wir uns so weit wie möglich von dem Schwert weg. Und so nah wie nötig, damit die Synthese noch funktioniert. Also zu dem Schwert, worauf wir die Modifikation packen möchten. Das Prinzip ist ähnlich wie bei der Duplikation von den Waffen. Jetzt müssen wir gleich nämlich ins L-Menü gehen, also L gedrückt halten und kurz bevor das Menü aufploppt, ZL drücken, dass wir die Synthese durchführen oder jedenfalls starten. Also L drücken, gedrückt halten, auch die ganze Zeit dann gedrückt halten, sobald wir loslegen und kurz davor ZL. So, das haben wir jetzt. Habt ihr gesehen, die Synthese startet. Wir sind jetzt aber im Menü und jetzt müssen wir die linke Pfeiltaste spammen, dass wir ins Schildmenü reinkommen, sobald wir L und ZL loslassen. Sobald das Schildmenü aufploppt, linke Pfeiltaste gedrückt halten. Also linke Pfeiltaste spammen. Aus diesem Menü rausgehen. Jetzt sind wir im Schildmenü. Wenn hier am Schild jetzt schon was bei euch dran ist, also in dem Fall der Schatzsäbel, dann habt ihr zu früh ZL gedrückt, denn müsst ihr das Ganze nochmal von vorne machen. Also am besten immer vorher einen Speicherpunkt setzen und dann wieder neu laden, falls was schief geht. Ansonsten müsst ihr nämlich zum Zerleger das da zerlegen und dann von vorne starten. Machen wir Folgendes. Wir gehen auf einmal oder einfach auf ein anderes Schild, wählen das aus, lassen die linke Pfeiltaste los. So, jetzt liegt das da auf dem Boden, der Schatzsäbel. Und wie ihr seht, irgendwie ist da nichts dran am Schild. Aber es ist tatsächlich der Schatzsäbel da dran. Also wir haben das jetzt schon mal dupliziert, aber noch nichts weiter. Jetzt machen wir Folgendes. Wir packen das Schild, worauf wir jetzt den Schatzsäbel haben, auf den Boden. Liegt da jetzt? Jetzt ist da kein Schatzsäbel drauf. Oder wird jedenfalls nicht angezeigt, aber ist der Schatzsäbel drauf. Jetzt rüsten wir wieder ein anderes Schild aus. Nehmt zunächst die Waffe in der Hand, die wir, auf der wir die Modifikation drauf haben möchten. Dann nehmen wir das Schild in der Hand, wo drauf der Schatzsäbel jetzt schon drauf ist. Dann ist die Waffe auf einmal weg. Und jetzt nehmen wir die Waffe in der Hand, auf der die Modifikation drauf ist. Können wir ins Menü gehen und sehen, der Schatzsäbel hat auf einmal Angriffskraft plus 10. Wo ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ist, ob die Haltbarkeit von, in diesem Fall, Sonaniumschwert auch auf den Schatzsäbel gepackt wird oder ob der seine ursprüngliche Haltbarkeit behält. Das weiß ich leider nicht genau, da müsste man mal testen, wie viele Hiebe der Schatzsäbel dann jetzt im Endeffekt aushält im Vergleich zum ursprünglichen Schatzsäbel. Und, da wir ja dupliziert haben, wir haben auf den anderen Schild, auf den hier, immer noch den Schatzsäbel. Mit dem Schatzsäbel, also das ist der normale Schatzsäbel. Damit können wir jetzt zum Zerleger gehen, das Ganze zerlegen lassen. Schon haben wir das Schild und den Schatzsäbel extra. Jetzt, wie ihr seht, haben wir ein Schatzsäbel mit plus 10 drauf und einmal den normalen Schatzsäbel. So, wie geht das Ganze jetzt mit den Bögen?
Wir haben ja einmal zum Beispiel den Konstruktbogen mit Angriffskraft plus 9. Und die Angriffskraft plus 9 hätte ich gerne auf den Bogen des Dämonen. Drum packen wir das da mal rauf. Das Ganze geht natürlich auch mit 5 Schuss. Das hatte ich hier schon gemacht, dass ich auf dem Bogen des Dämonenkönigs 5 Schuss habe. Aber ich möchte jetzt das mit der Angriffskraft zeigen. Wir packen den also erstmal auf den Boden. Und einfach daneben den anderen. Gehen wir wieder in die Synthese rein, dass wir den Bogen nehmen, auf der die Modifikation nicht drauf ist. Drücken L und gehen dann ins ZL, dass wir die Synthese starten. Jetzt haben wir die gestartet. Jetzt spammen wir die linke Pfeiltaste. Gehen auf ein anderes Schild. Wählen das aus. Dämonenbogen fällt auf den Boden. Packen wir das Schild mit dem anderen Dämonenbogen auf den Boden. Wählen wieder ein Schild aus. Nehmen den Dämonenbogen in die Hand. Dann das Schild. Und dann den anderen Bogen. Jetzt sehen wir, auf den Dämonenbogen ist die Angriffskraft plus 9. Gudi, das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob da die Haltbarkeit auch übertragen wird. Schaut nicht danach aus. Bei denen hatte es so ausgeschaut, weil der war vorher voll und jetzt nicht mehr. Drum bin ich mir da nicht sicher. Müsste man mal genauer testen. Gudi, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Viel Spaß beim coole Waffen basteln. Habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!